Großer Andrang am 22. März im Demina-Kino Filmeck. Gleich 4 Premierenvorstellungen des Dokumentarfilms von Martin Farkas Überleben in Demmin sind restlos ausverkauft. Die wollten den Russen aufhalten, nicht? Da konnte doch kein, das ging doch gar nicht. Wen will man da noch aufhalten? Ja. Nicht? Feindlich. Die wären durchmarschiert und alles wäre in Ordnung gewesen, wie in Greifswald oder irgendwo. Das war in Ordnung dann. Dann waren sie weg wieder und war gut. Ja. Nein, sie mussten schießen, einige Wilde, ja. Wie das so ist. Ja. Sonst wäre gar nichts passiert. Demmin im Mai 1945. Während ihres Rückzugs sprengt die deutsche Wehrmacht alle Brücken über die Peene. Die nachrückenden sowjetischen Truppen stauen sich in der bis dahin weitgehend unzerstörten Stadt. Dann beginnt das Inferno. Die Sowjetsoldaten zünden die Stadt an, vergewaltigen und plündern. 80% der historischen Altstadt fallen den Flammen zum Opfer. Hunderte Menschen wählen den Freitod, vor allem Alte und Frauen mit ihren Kindern. Der Massenselbstmord von Demmin hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ein Trauma, das erst nach 1989 thematisiert wird. Zu DDR-Zeiten gelten die Sowjetsoldaten als ruhmreiche Befreier. In den 90er Jahren gibt es Ansätze, sich diesem Kapitel der Vergangenheit zu stellen. Es existieren Schriften, ein Buch, Filmarbeiten. Es gibt Gedenkveranstaltungen und jedes Jahr am 8. Mai marschieren Neonazis auf. Umso wichtiger jetzt der Dokumentarfilm. Kein Geschichtsdrama, kein ZDF-History. Es ist ein Film über das Leben in Demmin, über den heutigen Umgang mit dem Albtraum des Jahres 1945. Ich weiß von meinen Großeltern und von meiner Mutter, die haben mir das ja so erzählt. Ich war damals 2 Jahre, denn hat man da ja noch nichts von mitgekriegt. Ne? Ich weiß bloß, was die erzählt haben und das haben die hier im Film praktisch auch wiedergegeben. Wenn ich zurückdenke, wir als Schüler hatten ja immer 2 Meinungen. Eine, die in der Schule offen vertreten wurde und eine, die zu Hause geäußert wurde. Man durfte ja nicht alles sagen. Man kam ja in Teufels Küche. Ich fand den Film auch sehr gut und zwar auch eben für die Zukunft, für die Stadt. Und dann, wir waren ja auch schon mehreren Foren, wenn es darum geht, um dieses Thema. Aber weil hier jetzt Zeitzeugen gesprochen haben, das war doch sehr interessant und aufschlussreich. Was ich vielleicht als wichtig ansehe, auch die letzte Bemerkung mit, dass man diesen Film hier speziell in Demmin in die Breite bringen sollte. Nicht nur im Kino, sondern wie auch angesprochen wurde, Bestandteil des Schulunterrichts oder ob die Klassen hier ins Kino gehen, sich dort den Film angucken. Aber darin sehe ich doch eine Möglichkeit, dass man das noch mehr verbreitern kann, diese ganze Geschichte. Regisseur Martin Farkas gelingt es, auf beeindruckende Weise die Zeitzeugen für kommende Generationen sprechen zu lassen. Aber es ist auch eine innere Logik, dass die Leute erst, wenn sie ganz am Ende ihres Lebens bilanzieren, es aushalten, diesen schrecklichen Anteil ihres Lebens zu erzählen. Deswegen passiert es am Ende des Lebens und wir müssen aufmerksam sein und das aufnehmen. Auf den bescheidenen offiziellen Internetseiten der Stadt Demmin findet sich kein Wort zum kollektiven Wahnsinn des Jahres 1945. Geschichte findet hier nicht statt. Kein Wort über den Film und die erfolgreiche Premiere in Demmin. Hat die Stadt das Kapitel offiziell abgeschlossen? Neuanfang hinsichtlich Geschichtsaufarbeitung, denke ich, müssen wir nicht unbedingt haben, weil wir vor 2 Jahren, mindestens vor 3 Jahren, 2015 war das schon, wir haben eine Konferenz gemacht mit der Landeszentrale Politische Bildung, wo wir Thema Kriegsende in Demmin aufgearbeitet und besprochen haben. In Demmin gibt es zwar Gedenksteine für die Toten von 1945, aber einen Erinnerungsort, wo die Ereignisse und Schicksale aufgearbeitet werden, fehlt. Das Museum wurde 2015 geschlossen.
Ich kann den Landkreis natürlich verstehen, wenn gesagt wird, wir haben andere Prioritäten und wollen das Regionalmuseum, was es ja mal gewesen ist, hier nicht weiter fördern. Wir als Stadt haben damals die Kreisbibliothek übernommen und haben hier in der Stadt der Minen jetzt unsere Gelder, die wir in freiwillige Aufgaben stecken, in die Bibliothek, in die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen und natürlich auch in die Möglichkeiten gesteckt, dass Erwachsene sich mit Literatur beschäftigen, mit vielen anderen Medien. Museum war für uns und ist im Moment finanziell nicht leistbar. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann tritt gerne vor Publikum auf. Er ist redegewandt und trifft den richtigen Ton. Beim Thema Museum in Demmin bleibt ihm allerdings auch nur die Flucht nach vorn. Wir sind aktuell in Gesprächen zu der Thematik Film. Wir haben mit Herrn Süberberg einen absoluten Namen in Deutschland, der aus dieser Region, aus dieser Stadt kommt. Sein filmisches Erbe muss gesichert werden und die Frage, wo wir das in Mecklenburg-Vorpommern tun, ist, glaube ich, mit der Min mit vielen guten Argumenten versehen. Meine Großmutter sagt, du, sie kommen. Und meine beiden Geschwister kommen, wir gehen auch ins Wasser. Unser Haus brannte lichterloh. Wir hatten ja nichts mehr. Da habe ich gesagt, nee, Mami, ich bin so jung, ich möchte noch ein bisschen leben. Und da ist sie zu sich gekommen. Da sagt sie, ja, du hast recht. So. Sonst wären wir auch nicht mehr gewesen. In der anschließenden Diskussion wünschen sich die Demminer, dass der Film in den Schulen der Stadt gezeigt wird, dass die Interviews mit den Zeitzeugen vor Ort erhalten und gehört werden können. Die kulturelle Filmförderung des Landes hat dieses Potenzial erkannt und schon die Recherche für den Film Überleben in Demmin unterstützt. Ihm ist ein Film gelungen, den man nicht nur in Demmin zeigen kann, sondern in ganz Deutschland und eben auf diese Thematik hinweisen kann. Und wie wichtig das ist, dass man Traumata aufarbeitet und sich der Vergangenheit stellt und vor allen Dingen mit seinen Eltern und Großeltern redet, wann immer das möglich ist. Ich konnte das zum Beispiel auch nicht und finde das sehr schade. Und das hat mich an dem Film besonders berührt. Überleben in Demmin ist ein guter und wichtiger Film. Ein Film, der etwas bewegt. Ein positives Zeichen ist, wenn man anfängt, wenn man bereit ist, sich zu erinnern an das, was passiert ist und umfassend zu erinnern. Das ist einfach die Voraussetzung, um sich selber auch von den Lasten zu befreien. Und diesen Schritt ist für jede Generation mühsam, aber ich glaube, die Demminer sind kurz davor, dass sie das verstehen und daraus Kraft gewinnen. Demmin war und ist natürlich mehr als der Massenselbstmord, aber die grauenhaften Ereignisse von 1945 werden die Stadt nie wieder loslassen. Weltweit ist Demmin neben anderen Städtenamen ein Synonym für die Gräuel des Krieges. Aber auch die Neonazis werden wiederkommen. Fortsetzung folgt, heißt es am Ende von Überleben in Demmin. Diese Fortsetzung müssen die Demminer jetzt selbst gestalten.